Hey und herzlich willkommen zu meinen Thaumcraft Tutorials. Wir hatten letztes Mal hier unten den Node Stabilizer gemacht und ich habe euch ja schon versprochen, diesmal machen wir weiter hiermit und zwar gucken wir mal, wie wir uns quasi Magie aus einer anderen Dimension holen können. Und zwar machen wir das eben mit dieser schönen Research hier oben und darum gucken wir auch direkt mal, was die denn so macht und wie wir die erforschen können. Ich glaube, ich habe nicht mehr wirklich, ja, keine Ink mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Ein bisschen Bäumchen. Na, komm. Und dann können wir ja eigentlich hier rüber gehen. So. Dann haben wir auch schon unsere Discovery und können uns mal angucken, was das tut. Man sieht hier schon recht viel Mechanik. In der Mitte ein Node Stabilizer, die wir ja schon letzte Woche mal gemacht haben. Und grundsätzlich ist es eigentlich das, was ich schon gesagt habe, was es tut. Und zwar holt es sich quasi ein ganz klein bisschen Energie aus anderen ja, Dimensionen, nenne ich es mal. Das ist es eigentlich schon so groß und ganz. Mal gucken, ob da noch irgendwas steht, was ich jetzt vergessen habe. Ja, halt eben mit einem Redstone-Signal kann man das an- und ausschalten. Also wenn man gar nicht möchte, dass irgendwie Energie aus der anderen Welt gezogen wird. Dann kann man es eben halt auch wieder ausschalten. Ja, genau, den Rest zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Ich würde sagen, wir craften das erstmal und dann zeige ich euch, wie das funktioniert mit dem Dings. Und zwar, was braucht man denn überhaupt? Irgendwie Redstone-Blöcke waren da, ne? Jede Menge. Und dann wieder so eins von diesen Teilen, von denen ich mir nie hundertprozentig sicher bin, wie man sie macht. Ich glaube... Ah, verdammt. Ich bin gewöhnt, dass die Sachen da drin liegen bleiben. Ich glaube, ein Eisen noch in die Mitte. Dann hat man diese komischen... Ah, Moment. Nein, okay, das war's nicht. So. Gerade ist leider Minecraft ein bisschen abgeschmiert. Das hat mir aber immerhin die Zeit gelassen, kurz nachzugucken, wie man dieses Ding baut. Es war ein Netherquarz. Okay. Muss man wissen. War es nicht? Oder war es hier? Ich habe doch gerade nachgeguckt. Dann war das wahrscheinlich geschmolzener Stein. Dann lassen wir das mal kurz schmelzen. Dann können wir die drei da noch rein, oder vier da noch reintun. Und dann passt es schon. Da habe ich hier irgendwo noch geschmolzenen Stein rumliegen. Habe ich sogar. Na dann. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil sonst weiß ich nicht, wie man... Ja, okay. Genau dieses Ding brauchen wir. Also, okay. Merke, Netherquarz, kein Eisen oder... Redstone und geschmolzener Stein und nicht Cobblestone. Gut, dann haben wir das auch. Und dann können wir uns halt hier so einen Node Transducer, falls man das so ausspricht, bauen. Halt ungefähr 30 Magie, ein bisschen mehr, wenn man einen schlechteren Zauberstab hat. Aber ja, dann haben wir einen solchen. Und dann baue ich, glaube ich, auch direkt mal... hier solche Dinge und okay, das andere Ding kann ich glaube ich noch gar nicht bauen, das ist schade. Obwohl, das müsste ich eigentlich auch schon bauen können. Mhm.
Es ist mysteriös. Oder das kommt mit dem One-Charge-Pedestal. Wahrscheinlich dann das. Okay, dann können wir jetzt dieses Mal noch nicht wirklich anfangen, unsere Zauberstäbe aufzuladen. Aber da habe ich noch Shards. Nee, dann mache ich das für nächstes Mal und dann machen wir nächstes Mal alles, was mit dem Aufladen von Zauberstäben zu tun hat. Dann zeige ich euch diesmal nur, wie man das aufstellt und was das im Endeffekt dann tut. Ja. Ach ja, genau, wir könnten das ja eigentlich mal hier abbauen. Ja, der tut jetzt nicht mehr so viel. Der Kleine. Was möchten wir denn? Der ist eigentlich ganz schön. Aber der ist hier eigentlich der passendste. Der am meisten und vor allem verschiedene. Ups, das war der falsche. Okay. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Okay, ich wollte eigentlich den hier platzieren. Genau, und dann machen wir den an, damit der wunderschön und ganz bleibt. Und dann komme ich da nicht anders irgendwie schneller hoch. Genau, ich wollte nämlich eigentlich nur da nach oben. Okay, das ist nicht genug. Mit diesen Schuhen ist das irgendwie echt schwierig, präzise zu springen. Genau, und zwar packen wir jetzt den da nach oben. Und dann brauchen wir... Ja, das braucht hier keiner. So, können wir den da anmachen. Das sieht jetzt ein bisschen unschön aus. Da kann man bestimmt auch schönere Sachen hinbekommen. Und zwar, wie man sieht, wird jetzt erstmal der gesamte Node quasi ausgesaugt. Und der Node wird jetzt... also wird umgewandelt quasi zu einem Energized Node. Das dauert ein bisschen und dann sieht man das da auch schon. Wo ist mein... Da ist mein Glas. Ja, auf jeden Fall irgendwann ist er dann energized. Und dann sind eben alle jetzt nämlich. Sieht irgendwie auch ganz cool aus, wie ich finde. Und dann hat er eben, werden quasi alle Aspekte, die in dem Node drin sind, runtergebrochen auf ihre Grundaspekte. Darum ist es ganz gut, möglichst viele verschiedene, auch andere Aspekte zu haben als die Grundaspekte, damit eben wirklich am Ende alle Grundaspekte da sind. Und dann wird der Node quasi durch eben diese Lücke in der Dimension wieder aufgefüllt, eben mit den Hauptaspekten. Genau, und das kann man dann theoretisch hier über diese Relays quasi aus dem Node auch raussaugen und über so eine Art, ja, es ist quasi wie Stromkabel für Magie, zu anderen Sachen hinleiten und da dann Magie benutzen. Das ist dann auch das, was wir verwenden werden, um unsere Zauberstäbe aufzuladen. Und ja, genau, das sind nämlich diese Sentivis, also eine kleine, kleinere Einheit von Magie mehr oder weniger, die aber dafür kontinuierlich dann ja, einen quasi mit Magie versorgt. Ja, ansonsten halt das Einzige, was noch wichtig ist, man kann den Node wieder in seinen normalen Zustand zurücksetzen quasi, indem man das Redstone-Signal wegmacht. Dadurch ist aber halt eben wieder der Node quasi leer am Ende. Das heißt,
Es kann wieder passieren, dass Aspekte verloren gehen währenddessen. Also von daher sollte man das eigentlich potenziell nur dann machen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man diesen Node als Energiequelle und nicht für was anderes verwenden will. Ja, das ist eigentlich so das, was hier erstmal wichtig ist, wie wir dann unsere Zauberstäbe tatsächlich aufladen und aktiv diese Magie als Magiestromsystem verwenden können. Das zeige ich euch dann nächstes Mal. Und ja, erstmal viel Spaß mit eurem neuen Energize Mode, Node. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!